So, heute geht's an der Stoßstange weiter. Da habe ich gestanden und nachdem ich das Video fertig hat, habe ich noch geschnitten komplett. Habe dann mal Konturfarbe drauf gemacht, damit man ein bisschen sieht, wie die Form ist. Und wenn man es jetzt im Video erkennen kann, die Form passt. Jetzt tue ich hier noch ausschneiden mit GFK-Mache, dass der Bereich fertig ist. Oder ohne das Verspanne, das will ich heute noch machen, dass ich ein paar Sachen mit GFK komplett machen kann. Und ja, das soweit. Falls ihr euch fragt, warum ich falls ihr denkt, ich habe ein Video doppelt hochgeladen oder das habe ich doch schon angeguckt oder geliked oder wie auch immer, das leidet darauf, dass ich Fehler gemacht habe in der Urheberrechtsverletzung und somit habe ich es neu hochgeladen. Also wenn ihr das nochmal dann gucken könnt, like und so weiter, wäre super von euch. Muss ich mich erst noch ein bisschen reinschaffen, ist nicht so einfach die Geschichte. So, jetzt geht's aber an der Stoßstange hier weiter. Wir brauchen Mischungsverhältnis von 1,4 bis 2,4 und nochmal ich 200 Gramm. Das sind dann später bei 200 Gramm, 2 Gramm härter drin. So, wir mischen das mal ein bisschen. Je besser gemischt, je besser gebaut. So, nochmal kurzer Zwischenstand. Bei 200 Gramm Harz sind es keine 2 Gramm, 2%, sondern 4. Nur so richtig geht. Weil 4 habe ich drin gemacht, 2 habe ich gesagt. Passiert bei mir öfters, habe ich Talent dafür. So, hier haben wir dann das GFK drin. Hier zum Beispiel habe ich, wo der Riss war, und mit dem Dreck drin alles schön drin geschmiert, dann 2-3 Matte drüber gemacht, damit es mal Stabilität kriegt, damit ich dann hier ohne abschleifen kann, in gerade nochmal drauf machen kann. Das gleiche wie hier drüber. Ist alles so zusammengeheftet. Das geht, dann kommt ohne eh gerade drin, das stabilisiert ist. Dann wird hier oben weggeschliffen, die Kante. Wird hier nochmal ein bisschen drauf gemacht und von innen stabilisiert. Und hier das Eck, was noch offen war, habe ich auch zugemacht. So, hier habe ich das Teil, was an der Stoßstange dran war. Man sieht mal schön hier. Um wie viel schmäler die gemacht ist. Wenn ich mein Edding zeichne, jetzt an. So, das Mittelteil am Grill habe ich eingepasst. Hier kommt es natürlich wieder super zugute, dass die Stoßstange Macke hat. Da weiß ich nämlich genau, wo das war. Ich denke, ich werde dann das hier vorbereiten und abklebe hier. Dass, wenn ich hier nochmal was drauf mache, dass ich direkt hier das Loch ein bisschen zumachen kann. Das rausschleife, schön glatt. Dann hier runter zu ist das Abkleben, wie gesagt, dass ich das hier mitnehmen kann direkt in einem rechts und links, dass ich die Halterung schon mal so machen kann. Dann tue ich natürlich die erste Mal der Versatz von der Lampe kann hier zu hier anpassen.